Noch einmal betritt Klaus Rode sein Büro am Kammerhof 4 in Bad Doberan. Der 65-jährige Geschäftsführer vom Zweckverband Kühlung sagt Adieu, geht in die wohlverdiente Rente. Mit 15 Jahren hat er sich für eine Ausbildung in der Wasserwirtschaft entschieden. Heute, 50 Jahre später, fällt ihm der Abschied nicht ganz leicht. Naja, nach so vielen Jahren ist schon ein Stück weit Wehmut dabei, wenn man mit Haut und Haaren wie ich Wasserwirtschaft ist und in seinem beruflichen Leben eigentlich nichts anderes als Wasserwirtschaft gemacht hat und ja, halt Wasserwirtschaft verinnerlicht hat, fällt es schon ein bisschen schwer, das Haus hier zu verlassen. Klaus Rode, der in den 70er Jahren Wasserwirtschaft in Magdeburg studiert hat, ist seit 1979 für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung in Bad Doberan zuständig. Vom Ingenieurbereichsleiter stieg er auf zum Betriebsdirektor. Vor allem die Jahre nach der politischen Wende, als es galt, die Wasserversorgung zu modernisieren, beschreibt er als eine aufregende Zeit. Ja, das war natürlich sehr, sehr schwierig. Die Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung wurde ja per Gesetz den Kommunen zurückgeordnet. Wir haben dann natürlich versucht, das, was wir hier schon hatten, also die Wasserversorgung und auch die Abwasserbeseitigung in einer bestimmten Region zusammenzuhalten, nicht, dass alles in klein-klein zerfällt. In der Wasserversorgung ist das relativ schnell gelungen. Man hat sich dann relativ schnell geeinigt, einen Zweckverband zu gründen. Wir wussten damals noch nicht viel von einem Zweckverband. Ich bin dann nach Schleswig-Holstein gefahren, habe dort Herrn Rosbach, das ist der damalige Verbandsvorsteher im Zweckverband Grömitz, kennengelernt, der uns erstmal gesagt hat, was für ein Zweckverband ist. Wir sind da losgefahren und waren uns eigentlich einig, dass das für die Kommunen hier die beste Organisationsform ist, die Solidargemeinschaft für Stadt und Land. So gründeten im November 1991 36 Gemeinden des ehemaligen Landkreises Bad Doberan den Zweckverband Kühlung. Im Abwasserbereich war es etwas schwieriger, die Kommunen zu überzeugen, aber auch das ist spätestens 1993 gelungen. Klaus Rode war sich von Anfang an seiner verantwortungsvollen Aufgabe bewusst. Schließlich geht es um das wichtige Gut Wasser. Und das muss nicht nur für die 60.000 Einwohner, die die Dienstleistungen des ZVK heute in Anspruch nehmen, erhalten bleiben. Ich bin also von der Grundeinstellung seit 90 immer für die kommunale Wasserwirtschaft gewesen. Also mit Wasser sollte man kein Geld verdienen. Wasser sollte halt in seiner natürlichen Reinheit erhalten werden. Und letztendlich geht es halt auch darum, auch das Wasser für die nächsten Generationen zu sichern. Und ich glaube, da hat die öffentlich-rechtliche Hand eine ganz besondere Verantwortung. Nachfolger wird Frank Lehmann, bisher als Jurist beim Zweckverband Kühlung tätig. Er ist bestens vorbereitet, sagt Rode. Fest steht, auch unter Lehmanns Regie wird eine stabile und sichere Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung garantiert sein. Dennoch kommen auf Lehmann große Herausforderungen zu. Die Herausforderungen an die Wasserwirtschaft werden nicht einfacher in den nächsten Jahren werden. Es wird sehr viel in Hinsicht von technisch sich entwickeln. Wir kennen die ganze Problematik mit dem Grundwasserschutz, der sicherlich einen Großteil seiner Arbeit auch mit einnehmen wird. Das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass das Wasser in seiner natürlichen Reinheit erhalten wird. Dieser Konflikt, der sich teilweise dann durch Überdüngung in Trinkwasserschutzzonen letztendlich auch widerspiegelt. Das sind so mit seine Hauptaufgaben und natürlich die Führung des Teams. Wir haben hier über Jahre ein sehr gutes Team aufgebaut und ich sage immer wieder, jeder Leiter ist auch nur so gut, wie sein Team ist. Er übernimmt also ein gutes Team hier und ich bin fest davon überzeugt, dass er das auch so weiterführen wird, wie ich das gemacht habe. Frank Lehmann übernimmt einen gut aufgestellten Verband. Dass der Zweckverband Kühlung in den 25 Jahren seines Bestehens einen so guten Ruf erlangt hat, ist auch der Arbeit und Überzeugungskraft von Klaus Rode zu verdanken. Was er in Angriff nimmt, hat Hand und Fuß. In den vergangenen 25 Jahren wurden über 250 Millionen Euro in die Modernisierung und Erneuerung von Anlagen investiert. Das alles ist auf Basis gut durchdachter Konzepte geschehen. Die jährlichen Investitionspläne haben sich immer aus den Konzepten regeneriert. Und das, was wichtig war, ist, dass die
diese Konzepte in den Verbandsversammlungen abgestimmt worden sind und alle Gemeinden auch, ich sag mal, ein Stück weit gleichmäßig behandelt worden sind. Das ist nicht so, dass wir, sicherlich gab es Schwerpunkte, wenn ich an Kühlungsborn, Bad Doberan denke und so weiter, aber auch die ländlichen Gemeinden sind entwickelt worden und dass wir heute so einen guten Stand haben, indem wir fast 95% unserer gesamten Investitionen abgeschlossen haben, hängt natürlich an diesem Konzept. Ganz will Klaus Rode noch nicht aus der Wasserwirtschaft aussteigen. Er will noch weitere 2 Jahre als Vorsitzender der Kooperationsgemeinschaft Wasser und Abwasser Mecklenburg-Vorpommern, kurz COWA, tätig sein. Meine Berufskollegen aus den 22 Mitgliedsverbänden haben mich gebeten, das zu tun, haben mich noch mal gewählt. Das werde ich tun, da werde ich hier auch noch, die Geschäftsstelle der COWA ist ja im Hause, da werde ich hier auch noch ein Büro haben im Haus, sodass ich mich hier auch ab und zu meinen Aufgaben der COWA widmen werde. Und natürlich die Landespolitik ist für mich ganz wichtig innerhalb der COWA, dass ich die Verbindung der COWA zu den Landtagsfraktionen, zum Minister, zum Städte- und Gemeindetag, dass ich diese, sag ich mal, diese Beziehung letztendlich pflege und auch immer wieder Kontakt suche, um auch mit dem, in der Landespolitik ein bisschen mitwirken zu können, was die Wasserwirtschaft anbelangt. Und dann gibt es ja auch noch die Familie. Da habe ich natürlich auch 4 Enkel, die auch darauf warten, dass der Opa mal dahin fährt, dahin fährt, dahin fährt. Also über Langeweile werde ich mich nicht beklagen. Es gab Höhen und Tiefen in seinem Berufsleben, sagt er, aber die Höhen haben eindeutig überwogen. Und so beendet Klaus Rode seine Arbeit beim Zweckverband Kühlung nicht nur mit Wehmut, sondern auch mit Stolz auf das Geleistete.